So Leute, zu Beginn mal ein klassisches Beispiel. So ein Schüler in der Schule, der muss jetzt gute Noten schreiben, ne? Und am besten funktioniert das, wenn er irgendwas auswendig lernt, was im nächsten Test drankommt. Danach kann er das ruhig wieder vergessen, denn um den Inhalt geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja nur darum, dass er im nächsten Test eine gute Note schreibt, ne? Das ist das Wichtige. Alles andere ist nebensächlich. Woher kommt das? Naja, das kommt daher, dass Lehrer jetzt, also die, die die Tests machen, ne, die werden bewertet durch die Noten der Schüler. Und sie sind nicht nur die Inhaltsvermittler, sondern auch die Prüfenden. Das ist eigentlich ein Designfehler, wenn man da mal drüber nachdenkt. Aber die Lehrer jedenfalls haben jetzt festgestellt, wenn da zu viel Neugierde und zu viel innovatives Gerede und Ideen im Unterricht sind, dann stört das den Flow. Dann führt das daher dazu, sie sehen einfach eine starke Korrelation, dass Schüler, die zu kreativ oder wenn zu viel Kreativität im Unterricht ist und zu viel, sagen wir mal, ja, nachdenken über Inhalte, dann führt das dazu, dass die hinterher diese Datentabellen, die sie eigentlich auswendig lernen sollten, nicht mehr so gut aufschreiben können und deswegen schlechtere Noten kriegen. Und deswegen ist es einfach am besten, wenn man den einhämmert, Maul jetzt, Inhalte sind nicht relevant, lernt mal erstmal bitte diese Tabelle auswendig mit sinnlosen Daten, die könnt ihr dann auch wieder ruhig vergessen. Hauptsache, ihr kriegt eine gute Note. Naja, und woher kommt das? Im Wesentlichen würde ich sagen, große Klassen brauchen mehr Kontrolle und das kriegt man am besten hin, wenn man alle sozusagen pauschalisiert, ne? Wenn man einfach sagt, okay, ich richte mich jetzt danach, was jeder Volltrottel einfach hinkriegt, nämlich einen Haufen Daten auswendig lernen. Und kleinere Klassen würden halt einfach mehr Lehrer kosten, ist ja logisch, ne? Und mehr Räumlichkeiten und so. Das wäre einfach mehr Logistik, das würde einfach overall mehr kosten, so ein Bildungssystem. Und da kommen wir schon zu des Pudels Kern, denn ursprünglich würde ich sagen, ist es ja in der Arbeitsteilung jetzt so, sagen wir mal, eigentlich schon vor der Industrialisierung, aber da in der Industrialisierung wurde das richtig klar. Da ist das ganze Prinzip, um das ich jetzt hier reden will in dem Video, das ist aus Arbeitsteilung entstanden und Klassenverhältnissen. Ne? Natürlich gab es sozusagen die Klasse von den Leuten, die Besitz hatten und die Leute, die keinen Besitz hatten. Und was müssen die machen? Die Leute, die keinen Besitz haben, naja, die müssen ihre Arbeitsleistung verkaufen. Ne? Und die Geldmenschen, ist ja klar, die wollen irgendwann nur noch Profite. Die sind nicht mehr daran interessiert, was sie für ein Produkt eigentlich herstellen und was überhaupt. Hauptsache, es bringt genug Rendite. Ne? Und der Fließbandarbeiter, der jetzt Arbeitsteilung macht, also sagen wir mal, niemand setzt sich hin und baut ein Auto komplett von the scratch. Ne? Also macht ein Bild, dann überlegt er sich was, dann baut er das Chassis, dann bohrt er da die Löcher rein und macht da die Räder dran und baut auch noch den Motor nebenbei, macht die ganze Elektronik. Das macht ja nicht eine Person. Ne? Das ist Arbeitsteilung. Jeder macht so ein bisschen und alle stecken was zusammen und am Ende läuft es. Ne? Und dieser Fließbandarbeiter, der macht permanent jetzt sozusagen Anweisungen von oben und der muss ja eigentlich gar nicht wissen, wozu er das macht. Hauptsache, er macht das, was ihm gesagt wird. Ne? Und er muss gar nicht wissen, wozu und all das, was jetzt sozusagen, also diese Sache mit dem Profit, ne, dass sozusagen jemand da oben sitzt und der ist irgendwie darauf ab, einfach nur noch maximale Rendite zu machen, der ist sozusagen auch nicht mehr am Inhalt interessiert, womit er da eigentlich Rendite macht, ne? Wo die Profite herkommen. Hauptsache, es ist richtig gut und richtig effizient. Und all das, ne, das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass wir einfach nicht genug Kohle haben für die Lehrer. Im Wesentlichen kommt es daher, ne? Sonst könnte man ja einfach mehr Geld in die Lehre reinstecken und einfach mal mehr Geld in die Schulen investieren. Das könnte man machen, ne? Das wird aber nicht gemacht. Und all das jetzt, all diese Beispiele, ne? Also das ist alles Entfremdung. Der Schüler, der einfach auskotzen muss, was er auswendig gelernt hat, das ist Entfremdung. Der entfremdet sich nämlich von den Inhalten, die er eigentlich verstehen soll. Aber Schulen haben ja schon, haben noch nie was mit Verstehen zu tun gehabt, ne? Von dieser Illusion muss man sich abbringen. Ne? Die haben höchstens was mit Lernen zu tun. Und der Lehrer ist natürlich auch entfremdet, weil er ist nur darauf bedacht, dass maximal viele versetzt werden. Denn wenn bei ihm viel mehr durchfallen als bei anderen Lehrern, dann wird er schlechter bewertet. Ne? Das heißt, er ist auch entfremdet davon, dass er eigentlich den Schülern Inhalte vermittelt. Weil, wie gesagt, er hat festgestellt, wenn er das tun will und auf Inhalte geht, dann hat er schlechtere Ergebnisse am Ende des Tages. Dann bleiben mehr Leute hängen, weil sie einfach in diesem Notenschema schlechter
schlechter aussehen. Ne? Und mehr kann halt auch nicht geleistet werden wegen den großen Klassen. Ne? Wenn es kleinere Klassen gäbe, dann könnte man mehr auf Inhalte geben. Ne? Die ganze Zettellogik, die auf dem Notensystem basiert, ist sowieso total Banane. Ne? Weil die Zettel, die da hinten rauskommen, sind nahezu nichts aussagend heutzutage. Also das ist zumindest mein Eindruck von Interviews und Gesprächen, die ich schon geführt habe. Also Einstellungsgespräche zum Beispiel. Ja, und mehr Lehrer und weniger Stoff jetzt zum Beispiel. Das würde natürlich mehr Zeit für Inhalte bringen, aber die Kostenminimierung, da haben wir es wieder, ne, ist auch Teil der Entfremdung. Das ist Resultat aus Entfremdung. Ne? Denn für Inhalte muss wenigstmöglich Geld ausgegeben werden. Und mit Geld ist auch Zeit gemeint und auch Personal und all das. Ne? Das ist jetzt sozusagen das Video zur Entfremdung. Heute, ich will es eigentlich relativ kurz machen, weil es sozusagen einfach nur ein ganz wichtiges Wort ist und ich habe es auch schon ein paar Mal verwendet. Und ich wusste lange nicht, dass das von Marx ist oder so. Ja? Das war mir gar nicht bekannt. Das habe ich letztens erst erfahren. Aber ja, es ist ein extrem wichtiges Wort. So, und ein anderes richtig gutes Beispiel ist das Konzept des Pitch-Meetings. Ich habe das bestimmt auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich mache mich da immer so ein bisschen drüber lustig. Aber gängige Praxis ist so. Wenn ihr jetzt eine coole Idee habt und ihr habt keine Kohle, was macht ihr? Ihr geht zur Bank und wollt einen Kredit. Dann geben die euch den nicht. Dann geht ihr in die Höhle des Löwen und dann gewinnt ihr da nicht. Oder dann geht ihr zu irgendwelchen reichen Geldmenschen und ihr kriegt die nicht. Was müsst ihr machen, damit ihr die Kohle von denen kriegt für euer Startup-Business-Scheißidee, ne? Ihr müsst sie überzeugen und zwar in so kurzer Zeit wie möglich. Und so ein Pitch-Meeting klassischerweise ist 3 Minuten lang. Und das Problem ist jetzt, also ihr müsst richtig Gutes präsentieren, ihr müsst das schnell rüberbringen. Was dabei klar ist, da kann man gar nicht auf Inhalte eingehen, ne? Da muss man jeder, ne, von den Inhalten weg und hin zum Marketing gehen. Es geht nur um Marketing, denn wenn man das Pitch-Meeting nicht schafft, bringt die geilste Idee des Businesses nichts. Ne? Das ist die Aussage. Man muss es auch verkaufen können. Und das geht einher und das ist derselbe Mechanismus, der hier dahinter steht, hinter dieser Ideologie, ich kann dir diesen Stift verkaufen. Egal was, ich kann dir alles verkaufen. Dieses Sales-Scheiße. Ne? Das ist Entfremdung. Und das erzeugt vor allem einen Feedback-Loop, denn wenn man jetzt sozusagen, das geht in die Innovation selbst ein. Leute an der Uni lernen heutzutage, kann ich das pitchen? Wenn ich das nicht pitchen kann, obwohl es eine geile Idee ist, dann kann ich es gleich vergessen. Ne? Ich habe hier übrigens, die geilste Idee, die die Welt retten könnte und den Klimawandel stoppen. Aber ich kann es nicht in 3 Minuten erklären. Deswegen lasse ich es gleich lieber. So nach dem Motto. Ne? Und das ist halt wichtig. Wenn man es nicht gut pitchen kann oder ich keine Idee habe, wie ich es gut pitchen kann, dann brauche ich es gar nicht erst probieren. Und ich beobachte Entfremdung übrigens auch bei den sogenannten Debaters, also bei diesen Leuten, die umherfahren und sich die ganze Zeit, die sozusagen ein Entertainment draus machen, dass sie sich gegenseitig betteln. Ne? Weil was da ganz wichtig ist, ist, dass man den anderen tot argumentieren kann, dass man gewinnt am Ende, ne? Dass man irgendwie bessere rhetorische Tricks hat und irgendwie Methoden anwenden kann. Bestimmte Strategien, sich vorher schon was zurechtlegen, gucken, was der sagen wird, wie wird man darauf reagieren. Hat man ein Schlupfloch in seiner Ideologie, kann man ihn irgendwie davon ablenken? Kann man eine Strategie finden, die ihn möglichst schlecht dastehen lässt, selbst wenn es nicht mehr mit dem Inhalt zu tun hat? Das ist oft auch, was man bei Debaters beobachten kann und natürlich entfremdet das offensichtlich vom Diskussionsinhalt, also der eigentlichen Debatte. Das entfremdet von dem, was die alten Griechen ja Dialektik genannt haben, ne? Dass man durch die Kunst des Dialogs, na komm auch, dass man durch die Kunst des Dialogs irgendwie zu einem weiteren Erkenntnis kommen kann, ne? Also durch Diskussion. Das entfremdet diese Kultur irgendwie, zumindest habe ich den Eindruck. Und das Endziel ist sozusagen einfach der Lindner-Effekt. Also der Lindner-Effekt ist der, ich gucke mir irgendeine witzige, der wurde mal wieder zu irgendeiner Hochschule bestellt und kriegt irgendwie 10.000 Euro für einen Vortrag-Situation. Die wird dann auf YouTube gestellt und er quatscht einen Haufen Müll. Und unten drunter in den Kommentaren stehen dann von den Fanboys nicht, das ist ein gutes Argument oder da hat er recht. Ne? Da wird gar nicht inhaltlich kommentiert. Da geht es nur darum, er hat eine gute Rhetorik. Selbst wenn er von irgendwem auseinandergenommen wird inhaltlich, interessiert das die FDP-Leute gar nicht. Die sagen, die Fanboys, er hat doch eine gute Rhetorik. Er hat sich da gut rumgewunden oder oh, das hat er geschickt gemacht. Ne? Es geht gar nicht mehr um Inhalte. Das ist das Ding. Und das ist übrigens auch die Meinung, die ich habe, warum sowas wie solche Volltrottel wie Trump überhaupt gewinnen können oder die CDU mit ihren 1000 Skandalen, warum sie immer noch die stärkste Kraft sein kann, wie das überhaupt geht. Ne?
Das geht deswegen, weil die Leute, die sie wählen, die sind völlig entfremdet. Die haben überhaupt kein Interesse an Inhalten. Die haben sich einfach entschieden, irgendwann mal, ich bin CDU-Wähler und das reicht mir. Und was man übrigens auch beobachten kann, was ich als Kind mich immer schon gefragt habe. Jeder auf dieser Welt weiß zum Beispiel von Coca-Cola. Ne? Man weiß das. Und wenn man Bock auf eine Coca-Cola hat, dann holt man sich die. Trotzdem macht Coca-Cola übelst viel Werbung. Und genau dasselbe kann man auch im Wahlkampf beobachten. Warum schmeißen die Parteien so viel Geld für Werbung raus? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da werden keine Inhalte transportiert. Und jeder Wähler weiß doch bereits, was die großen Parteien, dass es die gibt. Da brauche ich doch nicht dran erinnert werden, weil irgendjemand Papier verschwendet und das an irgendeinen Zeitungsmasten an irgendeine Lampe hängt oder so. Das bringt doch gar nichts. Und trotzdem wird es gemacht. Und ich habe da ewig drüber nachgedacht, weil ich das als Kind mich schon gefragt habe, was das soll. Ich meine, das ist doch völlig klar. Da braucht man doch keine Werbung für machen. Aber wahrscheinlich ist die Strategie, dass es unendlich viele Leute gibt, die vollständig entfremdet sind und wirklich gar nicht wissen, was sie wählen sollen. Und dann wählen sie einfach, dann werden sie so lange unterbewusst mit Namen von Parteien bombardiert und die dann zufällig am häufigsten gedroppt ist, die wählen sie dann vielleicht oder so. Weil das ist ja das Prinzip von Spam-Mails und Werbung auch. Ne? Irgendwann trifft man einen, der wirklich gerade einen Schraubenzieher braucht und der kauft dann den Schraubenzieher, den er gerade in der Werbung gesehen hat. So ist die Idee, ne? Das ist völlig, völlig ineffizient, aber so läuft das. Und ja, also Werbung sozusagen auch eigentlich, also Marketing, all das hat für mich mit Entfremdung zu tun. Und wie gesagt, CDU-Wähler sind meiner Meinung nach komplett entfremdet von der sogenannten Solidargemeinschaft. Das Witzige ist natürlich, dass sie auch noch Christen irgendwie angeblich sein wollen. Aber sie haben natürlich nichts mit christlichen Werten zu tun. Es ist einfach eine reine Wirtschaftslobby-Organisation. Ja, die haben nichts mit irgendwie, das spielt alles keine Rolle bei denen. Ne? Kohle. Kohle ist das Wichtige. Und wenn man jetzt fragt, aber die haben doch die Flüchtlinge reingelassen. Ja, kapitalistisch gesehen macht das ja eigentlich auch Sinn, noch mehr Elendsschicht sich reinzuholen und noch mehr Elend zu machen, damit noch mehr Konkurrenz in der unteren Schicht, in der Elendsschicht stattfindet, damit man die Löhne noch mehr droppen kann. Ne? Also seit der Flüchtlingskrise sehe ich einen Haufen Leute, die bei Hermes und DHL und so schuften und die Pakete schleppen und das sind alles ausländische Mitbürger. Das ist kein Wunder, ne? Die kann man wahrscheinlich viel besser ausbeuten. So, und natürlich, das ist Entfremdung, ne? Das hat nichts mit christlichen Werten zu tun oder so. Und na, noch was hier, ein richtig guter Platz für Entfremdung sind natürlich auch die Finanzmärkte, ne? Weil da sozusagen dieses Prinzip von ich verkaufe dir diesen Stift, da ist es bis zum Maximum getrieben. Ne? Es geht gar nicht mehr um Produkte, die da gehandelt werden, nein, es werden Finanzprodukte getradet, also sowas wie Wetten auf die Zukunft, Kredite von Businesses, die selbst schon keine eigenen Produkte mehr haben, sondern selbst irgendwie in die Zukunft handeln, ne? Spekulationsblasen oder reine Trading-Objekte wie Bitcoins oder so, ja? Also so ein Zeug, völlig bescheuert. Und ja, meiner Meinung nach ist es auch, dass die meisten Menschen im Konsumismus völlig entfremdet sind. Also eigentlich alle, ja, Konsumismus ist sozusagen auch perfekte Entfremdung, weil übrigens will ich da wahrscheinlich irgendwann mal noch ein Video dazu machen, mal gucken, wann ich dazu komme. Es ist irgendwie so wie ich das sehe, wenn man arm ist, dann will man gerade so überleben, ne? Dann ist das höchste Ziel, ist ja klar. Wenn man genug, ach so, und die arm sind und gerade so überleben wollen, die müssen sich natürlich von ihrem Elend ablenken mit dem kleinsten, billigsten, mit der kleinsten, billigsten Ablenkung und Freuden, Endorphin-Scheiße, die man haben kann, also sowas wie RTL, günstige Drogen oder irgendein Billigschrott aus China, ne? Klar. So, wenn du genug hast, dann verfällst du dem Konsumismus, ne? Dann gibst du alles, was du übrig hast, was nicht mehr für deine Lebensgrundlage notwendig ist, für irgendwelchen Schrott aus, ne? Klamotten, Tattoos, irgendwelchen Scheiß, den man eigentlich nicht braucht, ne? Irgendwelchen überflüssiges Zeug. Man fängt aber nicht an, sich zu denken, oh, wie kann ich jetzt aktiv die Welt mit dem verbessern, was ich habe? Das würde niemand machen, ne? Das kommt gar nicht vor. Und wenn man reich ist, ist es natürlich so, die machen dann meistens zumindest mehr überflüssigen Konsumismus, ne? Also kaufen sich einfach nur noch größere Autos, die komplett nutzlos sind, mehr Swag, mehr Bling Bling, ein Haufen Scheiß. Und meistens ist es auch so, die sind natürlich kapitalistisch geprägt und haben diese Ideologie und dadurch werden sie sozusagen gelenkt, die Einflüsse, die sie haben in unserem System, weil sie ja reich sind,
auf die Gesellschaft irgendwie überzumünzen und dies alles noch schlimmer zu machen. Also eigentlich machen sie damit alles noch schlechter und zwingen dem System noch mehr Entfremdung auf. Das ist so allgemein systemisch das, was ich da beobachten würde. Ne? Ich habe es schon mal anders formuliert in anderen Videos, ne? Von wegen die Leute mit den Ellbogen, die haben später den meisten Einfluss, die sind aber toxisch, deswegen wird die Gesellschaft immer toxischer. Ne? Sowas in der Art. So habe ich es schon mal formuliert und dann, was man übrigens auch beobachten kann bei diesen Reichen jetzt, sagen wir mal, bei diesen Reichen jetzt, allgemein ist das Ziel der meisten Menschen sowieso, ich werde reich. Also das ist das Ziel, ich will reich werden, ich will Kohle haben. Und dann müsste man sich doch eigentlich mal fragen, ja und dann, also wozu und was machst du dann, wenn du reich bist? Ne? Diese Frage wird gar nicht gestellt, das ist einfach selbstverständlich, dass jeder danach strebt, einfach reich zu werden. Ne? Und meiner Meinung nach ist es so, die Privilegierten, die bleiben halt einfach reich. Ne? Reichtum wird einfach vererbt und man ist einfach privilegiert und hat das und dann kann man auf dieser Welle mitschwimmen und braucht eigentlich nur noch chillen. Leute mit Ehrgeiz beuten sich meistens selbst aus, also zum Beispiel alle möglichen Selbstständigen und so, um irgendwann endlich auch mal den großen Traum sich verwirklichen zu können, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ne? Weil sie ja von vornherein alle völlig entfremdet von dem Konzept Arbeit sind. Ne? Sie wissen, das ist was sie nicht wollen. Deswegen müssen sie irgendwie in den Status kommen, das nicht mehr machen zu müssen. Sie wollen aber auch reich sein. Das geht also nur, wenn man so reich ist, dass man nicht mehr arbeiten muss. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Also sagen wir mal, ich habe ein Business und es funktioniert. Ich muss 10, 20 Jahre reinputten und irgendwann kann ich mich zurücklehnen und meine Bediensteten machen alles für mich. Das ist sozusagen die Idee des normalen Selbstständigen. Und Arme bleiben typischerweise arm und verrichten die wesentliche Arbeit hier in unserer Gesellschaft. Also erhalten den Status quo, damit alles weiterläuft. Also das hat man ja gesehen, jetzt hier Corona, ne? Die sogenannten Systemrelevanten. Nicht alle, ja? Also zum Beispiel, wenn man jetzt in einer, na gut, doch wahrscheinlich alles, was als systemrelevant deklariert ist, ist wahrscheinlich auch systemrelevant. Ne? Also es gibt vielleicht Sonderfälle, die nicht so wichtig sind, aber sagen wir mal, diejenigen, die leisten dann halt auch wahrscheinlich wirklich Arbeit. Ne? Also und natürlich, klar, die in den Pflegeberufen sowieso systemrelevant. Ne? Die Kassierer und so, all die. Und die werden erstaunlich krass ausgebeutet. Ne? Da gibt es einen Zusammenhang. Warum wohl? Ne? Das ist interessant. Und was machen die drei Gruppen? Also jetzt die Privilegierten, die Leute, die selbstständig sind und Ehrgeiz haben und selber mal privilegiert werden wollen und die Armen. Was haben die alle zusammen? Naja, sie alle, systematisch gesehen jetzt, sie erzeugen einfach nur Wachstum. Ne? Alle irgendwie, also sagen wir mal, ich bin jetzt ein Alien und ich interessiere mich nicht für Moral, ich interessiere mich nicht für deren Geschichte und deren Motivation und was auch immer. Was ich sehe ist, dass die alle das Ziel verfolgen oder mit ihren Aktionen dazu führen, dass das Kapital weiter wachsen kann. Dass das Kapital immer eine Möglichkeit findet, weiter zu wachsen. Und ich sehe es sogar so, dass sie sich opfern für diesen heiligen Gral. Also zum Beispiel jetzt die Selbstständigen. Ne? Die haben ja sozusagen die Möglichkeit, ja, ich gehe in eine private Krankenversicherung, da bezahle ich weniger. Ne? Dafür bin ich im Alter mehr gefickt, weil ist ja klar, da wird alles unendlich teurer. Aber dafür habe ich jetzt mehr Benefits und kann noch mehr reinpumpen. Dann arbeite ich halt wirklich im Schnitt 20 Stunden am Tag und beute mich total aus und habe dafür mein Business und meinen Arbeitsethos und es wird auch zu so einer Art Fetisch. Und ich entfremde mich dabei übrigens auch komplett vom Leben, weil ich sozusagen irgendwann gar nicht mehr einfach mal was Ruhiges genießen kann, einfach mal eine Woche in der Hängematte chillen und ein Buch lesen. Das können die wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Weil wenn man so lange on fire ist unter dem Hamsterrad, dann kriegt man halt irgendwann Burnout und klappt einfach weg. Das ist aber egal, weil sie erzeugen trotzdem Wachstum mit ihrem Elend. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, wie in meinem Parabelritter-Video, wo ich gesagt habe, naja, alle im Kapitalismus fahren irgendwann in dieses Stockholm-Syndrom rein. Und selbst jetzt, sagen wir mal, die Gewinner des Kapitalismus, also zum Beispiel der CEO von Nestle, selbst der muss sozusagen die Shareholder-Interessen, muss für die Wachstum erzeugen. Und wie macht er das? Ne, indem er unmenschliche Dinge tut, ne? Und Scheiße baut. Hauptsache, er macht seinen Job, weil wenn nicht, dann wird er halt von den Anteilseignern einfach entlassen. Ne? Und so schließt sich dieses Ding irgendwie, dass ich ganz oft davon rede, dass alles irgendwie mit Entfremdung zu tun hat. Und ich glaube, in meinem Video über mentale Kapazität und den Staat habe ich das auch schon gesagt. Ne? Wir brauchen nur so viel Polizei und Gesetze und Kontrolle über die Leute, weil sie vollständig entfremdet sind. Weil sie gar nicht wissen, wozu sie bestimmte Tätigkeiten ausführen. Dann denken sie sich, na, dann könnte ich es auch lassen. Wenn mich keiner kontrollieren würde, würde ich es nicht machen. Ne? Weil sie entfremdet sind. Ja, also es gibt sozusagen irgendwann
ist man von dem Zweck, den es mal irgendwann ursprünglich gab, so weit entfremdet, dass man gar nicht weiß, dass es mal einen Zweck gab. Man weiß nur noch, es gibt einen Zettel, auf dem steht drauf, man muss es machen. Und natürlich, Zettellogik ist ein sehr gutes Beispiel für Entfremdung, ne? So, das ist eigentlich jetzt das Video. Ich hoffe, ich habe es kurz gehalten. Ich mache jetzt gleich noch ein schönes Video über Religion. Bis gleich. Struggling thought.
Übrigens, der Kanal ist wie eine schöne Vorlesung aufgebaut. Wenn ich unten Videos verlinke, dann wäre es angebracht, sich die auch reinzuziehen, weil das aufeinander aufbaut. Bestimmte Begriffe werden definiert, viele Beispiele werden genannt. Und ja, ich denke mir schon was dabei, weil es sozusagen meinen eigenen Erkenntnisprozess abbildet, die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.